Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ja, auf geht's. Bin mal gespannt, was uns jetzt in dieser Folge so alles widerfahren wird. So, ich war immer noch auf der Suche nach dem Dickicht. Moment mal. Das war es nicht, ne? Das war immer noch Lehm. Dickicht, wo bist du? Das ist Eisen, das ist Eisen. Es gibt ja sehr viel Leben. Muss nur mal erwähnt haben. Das ist. Muss ein. Hä? Ich habe da noch nicht geträumt. Bin ich da vielleicht schon drüber hinweggeflogen irgendwie. Hin? Was ist das? Kohle? Ja. Durch nochmal das Wasser. Da ist es. Eieieiei. Genau. Ah, ich habe schon immer gewundert. Die Zahlen daneben geben an, wie viel da vorhanden ist von einer Ressource. Das ist cool. Das finde ich cool. Das ist mir erst so gar nicht aufgefallen. Ich habe mich gewundert, was machen die Zahlen da. Habe dann nie dran gedacht, irgendwie guck doch mal, was da so steht. Weil ich halt immer hier geguckt habe, ne, was, ne, wie viel Einheiten es von einer Ressource gibt. Und habe mich dann nie so mit den Zahlen da so auseinandergesetzt, die da auftauchen. Egal, gut. Wieder was gelernt. Immerhin. Hallo? Jetzt gerade nicht. Wieso kann ich nicht? Ich hab doch normalerweise, müsste ich doch mehr Flieger haben. War da nicht 7? Und 15 Untätige. So, egal. Dickicht ist eh leer. Warte mal. Sind da Flieger kaputt gegangen? Nee, jetzt halt 8 Flieger mit deren Arbeiter. Keine Ahnung. Ist mir ein Rätsel. So, Zufriedenheit ist immer noch das gleiche Problem. Also unsere Nahrungsgedingse vorkommen, bla. 54? Jetzt nicht so die. Naja, waren ja nur 11, ne? Okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Oder was heißt hier müssen? Wo sollten wir hin? Wahrscheinlich. In dieses Gebiet würde ich mal vorschlagen. Würde wahrscheinlich Sinn machen. Moment. Das ist auch eine Frage der Ressourcen. Na gut, Kohle geht ja einigermaßen. Wir haben ja auch hier irgendwo Kohle in der Nähe rum existieren. Das könnte ich also zur Not auffrischen. Was ich vielleicht machen sollte, ganz dringend. Erstmal hier Pause. Das sind ganz normale Lager für Bauressourcen, genau. Und hier habe ich die Lagerhäuser. So, nee, hier habe ich die Lagerhäuser für Nahrung. Wie sieht es mit dem Auftrieb aus? Boah, ein bisschen Luft haben wir noch. Kann ich da einen weiteren Nahrungsspeicher draufsetzen? Jo, das geht. So. Ja, dann haben wir den Platz entsprechend, oder nutzen wir diesen Platz entsprechend mit. Ein bisschen mehr ins Gleichgewicht bekommen. Okay, was ist da hinten? Kohle. Das ist cool, dass wir da Kohle finden. So, da arbeiten wir ja an diese Verbesserung. Das dauert ja noch ein paar Stunden.
Ja, doch, das wird noch eine ganze Weile dauern. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes hier in diesem Gebiet, das wir hier gerade erreichen? Auf dem ersten Blick sehe ich erstmal nichts. Da hinten ist ein Lehmvorkommen, das ist nett. Bringt aber auch jetzt keine Jubelrufe aus mir hervor, so, ne? Das hält sich ein Grinsen. Da hinten hätten wir immerhin ein Königreich, das man aufsuchen könnte. Wasser ist okay, aber mit dem, da bin ich so gar nicht einverstanden. Wir haben Wasser, wir haben Eisen, wir haben Lehm. Leben die Leute hier von Luft und Liebe oder... Dickiche sind hier relativ wenig. Ich habe ja kein Dickicht. Ich habe hier kein Dickicht. Riesiges Gebiet, aber wir bekommen hier jede Menge Holz, was ich im Prinzip nicht mehr brauche. Weil uns wird Holz geliefert. Dies ist... zumindest alarmierend. Wenn ihr irgendwo ein Dickicht seht, nehmt auch ein gebrauchtes Gebüsch. Schreien. Was ist das denn da hinten? Dickicht! Zu weit weg! Ja, weiß ich. Ich will auch trotzdem hin, ich muss da hin. Wir haben nur noch 48 Einheiten von maximal 180, die wir jetzt einlagern könnten, theoretisch. Wir können nichts mehr einlagern, weil die maximale Kapazität erreicht ist. Ist ja gut und schön, wenn die uns hier mit Eisen und Holz und so weiter versorgen. Kann man das auch abschalten? Frag für einen Freund. Es kann ja nicht sein, dass wir hier zugeballert werden. Na gut, ich kann natürlich jetzt noch ein weiteres Lager bauen, das ist jetzt nicht das Problem. Moment, kann ich hier nichts draufsetzen? Mit größeren Lagern können wir weiter. Die sind nicht stapelbar. Im Gegensatz zu den anderen. Oh. Das ist beunruhigend. Das finde ich jetzt nicht so schön. So, wo haben wir denn unser Dickicht? Da ist ein Dickicht. Mal 5, mir geht nicht. Naja, egal. Ich guck mal, ob die das trotzdem einlagern. Wir probieren das mal aus. Oder ob der jetzt sagt, irgendwie, nee, Moment mal, Ressourcen sind doch komplett voll. Ne? Wir müssen auch Dinge auch mal ausprobieren, eine Chance geben. Die stürzen sich da runter. Aber ich meine, wir hatten hier mal gesehen, hier von wegen Lagerkapazität. Okay, dann neu ausgesehen. Das dauert. Die landen, gucken hier mal, 44, doch erhöht sich, okay, immerhin, also das funktioniert trotzdem, dass sich das ja hier auch dann immer mit erhöht hat, das hat mich immer so verwirrt, oder war das Zufall, weil wir mit anderen Sachen hier mit Baumaterialien eingedeckt werden, also beispielsweise Holz war das ja jetzt mittlerweile auch mit Eisen. Gut, dann nehme ich alles, was ich behauptet habe, zurück und behaupte das Gegenteil. Huch, was ist das denn? Goldene Kugel. Wir entdecken ein Objekt, das im Sonnenlicht glitzert und von Ruinen umgeben ist. Als wir uns nähern, offenbart es sich als glatte Kugel. Mhm.
Sofort erkennen wir sie als eine der goldenen Kugeln vom Planetarium der Nomaden. Ach ja, dieses wundersame Bauwerk der Alten würde unserem Königreich immens helfen. Umsichtig hieven wir die Sphäre auf unsere Plattform und frohlocken, dem Planetarium des Nomaden einen Schritt näher zu sein. Unsere Herzen machen an jedem Tag Freudensprünge, denn die Geheimnisse der Welt waren nie greifbarer. Auszug aus Die Wunder von Muluap, dem zweiten Chronisten. Wir kehren heim. Cool. Ja. Jetzt so langsam nimmt hier alles Gestalt an. So das Gefühl. Gut. Ich habe was gelernt hier, ne, von wegen mit der Nahrung. Dann ist das also doch getrennt. Das andere hat keinen Sinn gemacht. Und ich war jetzt nur deswegen wahrscheinlich irritiert oder kam hier durcheinander, weil hier, ne, wir kriegen ja hier ständig Sachen geliefert. Und gut, das passiert dann halt immer bis zum Maximum und alles weitere muss man dann halt gucken. Okay. Das war jetzt mein Fehler. Gebe ich halt zu. Das ist auch mein Leben, was ich nicht mal einbunkern kann, weil alles dicht ist. Gut, ich würde jetzt noch ein weiteres Lager bauen, aber wir brauchen jetzt auch nicht so ganz dringend hier irgendwie Lehmziegel oder dergleichen. Ich könnte aber noch ein weiteres Dickicht gebrauchen. Das wäre sehr nett. Was ist das da unten? Quarz. Das ist Quarz. Da wir gerade in der Nähe sind, sagen wir mal hier mal Hallo. Und gucken wir mal, was wir hier bei den Kollegen so machen können. Die Kamera sagt nein. Wieder vergessen, jemanden meinen Timer zu starten. Gott sei Dank hat OBS ja auch noch eine Anzeige. So, ich komme noch mal ein bisschen näher ran, damit wir hier so ein bisschen mehr von dem Ort sehen. So, ich glaube, das sollte jetzt mal reichen. Unbekanntes Königreich, zu weit weg. Okay. So, dann. Daran soll es jetzt nicht liegen. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Da vorne ist recht noch eine Ruine, auch nicht verkehrt. Dann pirschen wir uns mal ein bisschen näher ran. Was soll das denn hier sein? Monims Forst oder Forst oder... Oh, keine Ahnung. Das andere nicht lesen. Gut. Versuche hier mal so einen Stopp hinzukriegen. Ah, jetzt. Oh, Monims Gießerei. Als erstes erblicken wir die hohe Schmiede, die über alle Siedlungen ragt. Sämtliche andere Gebäude liegen in einem Kreis um die Schmiede verstreut. Könnte ja eine Schmiede wichtig sein. Wir suchen ihren König auf. So. Wir suchen ihren König auf, der hart in der Hofhuhnschmiede arbeitet. Den König will ich sehen. Unsere Leute hier hart arbeiten, die da so eine Regierung sind. Vor allen Dingen in der Schmiede, ich weiß nicht. Straffe Muskeln treten hervor, als er Befehle brüllt. Er wirkt mehr wie ein Vorarbeiter als ein Adliger. Okay. Na gut, er gibt immerhin Befehle. Heißt ja nicht, dass er da selber den Hammer schwingt. Doch trotz seiner Inbrunst stottert die riesige Schmiede nur. Verbittert erzählt er uns von ihrer Torheit. Zu schnell und zu ineffizient haben sie die hiesigen Kohlevorkommen verbrannt und nun sind sie erschöpft. Die brauchen Kohle. Ohne Kohle können sie nicht mehr schmieden. Der König stapft davon einen weiteren gebrüllten Befehl auf den Lippen. Wir wissen, was zu tun ist. Monims Kohle liefern. Ja, genau. Monim war ein Königreich aus Eisen. Es brauchte robuste Werkzeuge aus Erz, um sich tiefer in die Erde zu graben. Ein schmutziges Handwerk, doch wir bewunderten ihre Entschlossenheit. Aus Geschichten unserer Reisen von Muluap, dem zweiten Chronisten.
So, entzünde die hohe Schmiede. Wir übergeben die nötige Kohle. 20 Einheiten. Das sollte aber machbar sein. Ich habe da irgendwo Kohle in der Nähe gesehen. Da, Risiko, kann ich speichern? Ich kann Spiel speichern, das ist cool. So, bevor ich hier Sachen tue, die ich nachher bereue. Jetzt aber. Ja, König, bla bla bla, hier, Kohle. Wir übergeben die nötige Kohle und warten in der Nähe, während unsere Arbeiter helfen, Treibstoff in die Flammen zu gießen. Achso, die müssen wir jetzt entzünden. Beziehungsweise das Entzünden läuft. 26 oder knapp 26. Aber der pausiert gerade. Ja gut, dann jetzt hier, den hier. Wieder doch ein bisschen schneller. Weil ich glaube, ich kann jetzt erstmal nicht weg. Ne? Ich muss halt erstmal abschließen, bevor ich hier weitermachen kann. Ich hoffe, dass unsere Kohle nicht direkt auf Null runtergeht oder so. Bevor hier Dinge passieren. So, ja kommt, entzündet mal ein bisschen schneller. Ich habe hier Dinge zu tun. Wir brauchen dringend selber Kohle. Und uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. So, wie weit sind sie? Über die Hälfte haben wir schon. Ich würde sagen, jetzt im Augenblick so ungefähr 3/4. Wird. Läuft. Oh, immer noch 26 Einheiten Kohle sind bei uns gegeben. Das ist schon mal cool. Jetzt sind es noch 25, aber wir verbrauchen es nicht so wahnsinnig schnell. Und viel. Und so diese nette Kohle. Das sollte funktionieren. So, Hochschmiede funktioniert wieder. Ausgezeichnet. Monims Gießerei. Als der große Blasebalg die hohe Schmiede wieder entzündet, raubt es den Monimern den Atem. Einige wollen sich den Kohlebringern anschließen. Wir nehmen sie dankbar an. Ja, aber Moment mal, wir haben hier massive Probleme. Der König marschiert auf uns zu und klopft uns erleichtert auf die Schultern. Wir haben sein Königreich errettet und die Träume seiner Bürger. Er könnte glücklicher nicht sein. Ja, ich habe jetzt aber dafür Probleme. Doch mit der Zeit werden ihre Ressourcen wieder zur Neige gehen. Wenn wir einen Himmelshafen bauen, damit sie selbst Kohle beschaffen können, wäre uns ein Bündnis sicher. Jubelgesänge erschallen an jenem Tag, denn nun konnten die Monimer wieder hochzufrieden gemäß ihrer Natur leben und von Ruß bedeckt Eisen schmelzen. Auszug aus Verwirklichung der Prophezeiungen von Muluhab, den zweiten Chronisten. Ja, wir haben hier immer noch wieder das gleiche Problem, aber das sollte, ich hoffe, das funktioniert. Wir suchen, genau, wir kehren nach Hause zurück. Ich muss mich jetzt erstmal selber mit Kohle eindecken, bevor ich hier andere Dinge mache. Dazu gehe ich mal ganz kurz in den Pausemodus. Wir hatten hier irgendwo Kohle. Relativ in der Nähe, meine ich gesehen zu haben. Dankenswerterweise können wir aber nicht sehr weit rausscrollen. In die Karte, in die Umgebung. Und da ist die goldene Kugel. Ich meine, hier so irgendwie in dem Bereich müsste Kohle rum existieren. Moment. Das ist keine Kohle. Jetzt gerade in die richtige. Nee, unser Königreich ist halbwegs richtig ausgerichtet. Nur meine Kamera nicht. Dann würde ich das Wagnis eingehen und wir machen uns mal so in diese Richtung auf den Weg. Immer drei sind bestürzt, weil sie wahrscheinlich nicht keinen Wohnraum finden. Wir haben aber jetzt erstmal andere Probleme. Da ist eine Ruine neben dem Eisenvorkommen. Ich sehe hier in den näheren Umkreis irgendwie keine Kohle. Das ist nicht so gut. Bis in einem. Okay.
meine, hier wäre irgendwo was gewesen. Was ist das da hinten? Eine Oase? Das ist nett, aber nicht das, was ich suche. Da haben wir eine Ruine, von der ich jetzt nicht genau weiß, ob wir die schon abgegrast haben. Was ist das? Lehmvorkommen, ja toll. Ich finde hier alles, nur keine Kohle. Das ist keine Kohle. Und ich hatte doch gesagt, irgendwie, ja, da haben wir Kohle, das ist schon mal cool. Aber ich weiß nicht mal, wo das war. Ihr seht, Holz, beziehungsweise Wald. Freue mich, bringe mich nicht weiter. Ich habe noch nicht die Möglichkeit, aus Holz Kohle zu machen. Vielleicht wäre das mal eine Herangehensweise, das mal so langsam ins Auge zu fassen. Noch mehr Wald. Hier war doch irgendwo Kohle, verdammt. Ich weiß jetzt ziemlich genau. Hier ein bisschen. Was ist das? Da ist ein Kohlevorkommen. Das ist zwar noch ewig weit hin, aber ich hoffe, wir schaffen es bis dahin. Ich mach mal hier den Düsentrieb an. 69 verbleibend, und das wäre mehr als genug. Ja, das klappt aber. Wir sind bei 24. Die entsprechende Weiterentwicklung hier, dass wir mehr einlagern können, das dauert noch ein bisschen, haben wir jetzt ungefähr die Hälfte erreicht. Sehen wir mal zu, dass wir hier noch die Kohle irgendwie gebunkert bekommen. So. Ruhig ein bisschen näher ranfliegen, mein Freund. Aber nicht zu nah. Oder zu weit weg. Sehr, sehr schön. Ja. So. Ich gehe mal wieder auf Normalgeschwindigkeit, beziehungsweise, ja doch, das nehmen wir noch mit. Wie sieht's aus? Wir sind schon bei 47 angekommen, das ist cool. Sehr, sehr schön. Okay, ja, da würde ich schon mal bei der Gelegenheit sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen lieben Dank fürs Begleiten bis hierhin. Wir kommen so nach und nach hier doch mit unseren Königreichen voran. Auch in dem eigenen. Man sieht hier schon, das Ding hängt so ein bisschen durch. Da ich noch Lagerkapazität brauche, sollte ich mir überlegen, da entsprechend vielleicht tätig zu werden. Und ja, da muss ich mal gucken. Wie gesagt, das mache ich dann offscreen, dass ich dann hier versuche, das Ganze ein bisschen anders zu organisieren. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Das, ja, müssen wir in aller Ruhe überlegen. Okay, ja, die Leute sind nur noch neutral eingestellt wegen, aus Gründen, ja, die können nicht wohnen und so und überhaupt und da muss ich sowieso ran. Schauen wir mal, viel zu tun, nach wie vor, bleibt nach wie vor spannend. Die Folge ist jetzt mal wieder ohne irgendwelche größeren Probleme über die Bühne gegangen. Also technische Probleme, das ist schon mal nicht schlecht. Danke für eure Unterstützung, danke für deine Unterstützung. Macht es gut, bis bald und nutzt und genießt die Zeit.